Was nicht funktioniert, ist ein Video abzuspielen und dass der Ton auf Zoom auch gezeigt wird. So hätten wir dich zwar gesehen, aber nicht gesprochen. So, nichtsdestotrotz, ich wollte damit beginnen, dass wir unserer Mutter Erde danken und habe dafür 8 Minuten angesetzt. Vielleicht muss es auch nicht ganz so lange sein. Je nachdem, wie lange ihr es aushaltet, weil worum ich euch als erstes dabei bitten möchte, außer dich, Cornelia, weil ich weiß, du sitzt im Auto und da wird es, glaube ich, sehr schwierig, dass wir uns einen Moment hinstellen, wenn das für euch möglich ist, und dass wir einen Moment zum Stehen kommen und dabei unser Innehalten im Stehen. In der Kirche steht man ja auch zum Gebet auf und das sollte jetzt auch eine Art stilles Gebet sein. Und wo wir uns mit uns, unserem Herzen, unserem Atem verbinden, um Dankeschön zu sagen. Dankeschön, dass wir hier auf der Welt sein dürfen und Dankeschön, dass unsere Mutter Erde uns so gut nährt. Und nimm dir dafür jetzt einfach diesen Moment Zeit und nimm wahr, wie der Lebenshauch, der Atem in dich einströmt. Wie es dein Brustbein hebt mit der Einatmung und mit der Ausatmung sinkt. Und nimm auch deine Fußsohlen wahr, die direkten Kontakt mit der Erde haben. Egal, ob du im ersten, zweiten oder vierten Stock bist, trotzdem haben wir diese Verbundenheit immer mit der Mutter Erde. Und nimm wahr, wenn du einatmest, wie sich der Druck deiner Füße gegen die Erde mit der Einatmung verstärkt und mit der Ausatmung wieder abnimmt. Und lass diese tiefe Verbundenheit mit der Erde, mit dem Atem zu dir kommen. Der Atem, die Luft ist das Geschenk des Lebens für dich. Augenblick für Augenblick. Und ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Und wie reich uns die Erde beschenkt. Und die Erde wählt nicht aus, wem sie ihre Gaben gibt. Ob wir gut zu ihr sind oder schlecht. Sie gibt das, was sie hat. Und dafür, weil du auserwählt bist. Wir verbleiben jetzt noch 1 Minute in der Stille, wo wir jeder für sich und in sich diese Dankbarkeit sich zu Herzen nimmt, dieses Geschenk und einfach damit verbunden bleibt.
Dankeschön. Ich danke euch, ihr könnt euch wieder setzen. Und bevor jetzt gleich du, Laura, du sprichst, möchte ich noch einmal meinen ganz, ganz großen Respekt vor dir, Christina, aussprechen, weil was ich erst seit kommenden Mittwoch weiß, ist, dass du bei jedem einzelnen Online-Kurs hier, wenn wir dich sehen, stehst, da du nicht sitzen kannst. Und das hat mich so berührt und davor habe ich so eine Ehrfurcht, Christina, dass ich jetzt auch aus diesem Anlass heraus ich auf die Idee kam, dass wir alle uns erheben, auch aus Respekt und vor dir, dass du das hier leistest. Ja, wie du hier auf der Welt bist und eingeschränkt, ne? Und das hat mich wirklich so, so beeindruckt und so berührt, wo wir wirklich alle vor dir unser Haupt neigen können. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich möchte ja auch sichtbar sein und finde es schön, und wir sehen uns alle. Und dann komme ich gerne und stehe mit euch. Dankeschön, danke, danke. Euch vielen Dank. Ja. Und ich hoffe, dass wir zu einer gegebenen Zeit gemeinsam alle sitzen und es auch für dich geht. Okay. Das jetzt dahin und jetzt, Laura, gebe ich dir das Wort als erstes, um dich nochmal vorzustellen hier und nochmal uns von dir und deiner Mission hier in der Welt zu erzählen. Ja, das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung dir. Ich kenne tatsächlich ja auch ein Gesicht schon ein bisschen besser, Christina, da schließe ich mich ja gerade nochmal an. Ganz kurz vorab, ich bin gerade das Wochenende im Niemandsland sozusagen. Ich habe mir eine kleine Auszeit genommen und ich muss mal gucken, wie stabil das hier mit dem Internet und dem Hotspot so läuft. Das ist hier etwas improvisiert heute alles. Also sollte ich zwischendurch weg sein, dann ist das einfach so. Dann liegt das an der wunderschönen Natur, in der ich gerade bin. Die Verbindung zur Natur ist sehr gut, zum WLAN etwas eingeschränkt. Gut. Ja, gerne stelle ich mich ganz kurz vor. Ich bin Laura Roschewitz, 33 Jahre, komme aus Hamburg gebürtig und lebe dort auch. Das ist wirklich meine Heimat. Ich lebe in Hamburg ganz, ganz, ganz am hinterletzten Rand, der noch irgendwie zur Stadt gehört, weil ich schon mitten im Wald lebe. Seit 7 Jahren, glaube ich, 6, 7 Jahren. Und bin von Beruf her selbstständige Wirtschaftspsychologin, Coach und Kommunikationstrainerin und ja, habe eigentlich so einen klassischen Lebenslauf hinter mir gehabt. Ausbildung, also Schule, Ausbildung, Studium, was da alles so dazugehört. Und dachte dann, ich werde so eine Karrierefrau im klassischen Sinne. Also ich war dann in der Unternehmensberatung tätig und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich da wirklich irgendwie gerade meine Seele verkaufe, dass das gar nicht der Lebensweg ist, den ich gehen kann und möchte. Da hat mir mein Körper und meine Seele haben mir sehr eindeutige Signale gesendet. Und dann habe ich mich eben angefangen, mich selbstständig zu machen und habe angefangen, Menschen zu begleiten in Veränderungsprozessen. Und auch da habe ich nach ein paar Jahren wieder gemerkt, immer noch nicht so ganz das, was wirklich, wirklich meinem Herzen entspricht. Und habe mich dann darin wiedergefunden, dass ich mich damit verbunden habe, wer ich eigentlich als Kind war. Und als kleines Kind war ich, oder ich war schon immer ein extremst naturverbundener und tierverbundener Mensch. Also mein bester Freund war mein Pferd. Das hatte ich 10 Jahre lang. Das hat mich durch viele schwere Zeiten in meinem Leben begleitet. Und ja, ich konnte noch nie Fleisch essen, weil ich das einfach nicht verstanden habe, wie man Tiere tötet. Das war für mich einfach schon immer ein sehr hoher Stellenwert, die Tiere zu schützen und denen eine Stimme zu geben.
Und das habe ich auch immer in meiner Freizeit alles so weitergemacht, aber ich habe den Zusammenhang zu meinem Beruf nicht gesehen. Ich dachte immer, das ist jetzt ja okay, das ist ja für mich wichtig, Laura. Das machst du halt in deiner Freizeit und dann in der Arbeitszeit musst du was Vernünftiges machen. Das wird einem ja auch ganz oft so irgendwie suggeriert. Und ich habe dann an einem Abend, als ich auf dem Fahrrad saß, tatsächlich gemerkt, so, nee, das geht nicht mehr. Ich muss auch diesen Aspekt der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes und der Zukunft unseres Planeten, das muss irgendwie auch ein Teil meiner Tätigkeit werden. Das kann ich nicht nur privat in meiner Freizeit nach langen, anstrengenden Arbeitstagen machen, weil da ist einfach nicht mehr so viel Energie übrig gewesen häufig. Und so habe ich eben angefangen, und daher kenne ich auch Christina, Online-Kurse anzubieten für Menschen, die gerne nachhaltiger leben wollen, die mehr Klimaschutz aktiv betreiben und umsetzen wollen, aber nicht so ganz genau wissen, wie sie es machen sollen oder denen auch die Begleitung fehlt, weil es einfach manchmal schwierig ist, Dinge, alte Gewohnheitsmuster in der Ernährung, in der Fortbewegung, in der Urlaubsplanung, also in allen möglichen Bereichen, in denen wir nachhaltiger handeln können und der Welt weniger schaden oder mehr helfen können, ist eben ganz, ganz schwer ist, das alleine zu machen. Und so habe ich eben angefangen, Menschen, also Privatpersonen, Individuen und aber auch Firmen zu begleiten, sich da weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt ein sehr, sehr erfüllender Teil meiner Arbeit. Das ist nicht meine gesamte Arbeit. Und gerade durch die Corona-Zeit ist ein großer, großer, großer Teil meiner Arbeit weggebrochen als Selbstständige. Da musste ich mich jetzt auch nochmal neu orientieren. Ich sehe darin aber immer eine Chance und sehe auch eine große Chance in diesem Ganzen, was gerade um uns herum passiert. Und das ist aber ein stabiler Bestandteil. Also ich begleite jetzt aktuell Menschen eher im 1:1 durch diese Zeit und zeige ihnen eben auf, was es alles so für Möglichkeiten gibt, wo wir uns überall überhaupt so nachhaltiger verhalten können. Weil das Thema Ernährung zum Beispiel ist jetzt relativ präsent für viele, dass man da irgendwie was machen kann und ein bisschen weniger Plastik verbrauchen. Das haben auch viele mitbekommen. Aber es gibt eben auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Bereiche. Und da setze ich mich einfach ein, dafür schlägt mein Herz und ich glaube nicht daran, dass einer alleine nichts erreichen kann. Das, da weigere ich mich einfach, das zu glauben. Ich glaube, es geht ja auch, dass man lernt, so seine Angewohnheiten, ne, die man einfach so entwickelt hat, im Laufe des Lebens verändert und da einfach nochmal einfach eine Gewohnheit schlicht ändert. Ja. Ja. Genau, weil ganz viel haben wir mitbekommen aus unseren Elternhäusern, vorgelebt, aus dem Umfeld, in dem wir leben. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass ich da niemals mit dem erhobenen Zeigefinger komme. Das finde ich ganz fürchterlich. Sondern einfach zu gucken, okay, da und da stehst du und was ist dein nächster Schritt? Was möchtest du machen? Wo fühlst du einen Sog? Wo willst du schon lange mal was verändern? Hast das Gefühl irgendwie, ach, ist das irgendwie so, will ich mich eigentlich gar nicht so verhalten? Also es geht auch viel darum, die eigenen Werte, sowas wie Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, eben dann mit dem eigenen Verhalten anzugleichen oder da eben erfolgreich Schritte zu gehen. Und es geht nicht darum, dass einer irgendwie besser ist als der andere oder ich toller bin als jemand anders. Wir sind alle einfach da, wo wir sind. Das Einzige, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir halt Schritte gehen. Weil heute wissen wir ganz viel zum Thema Klima, zum Thema, wo stehen wir heute, was unsere Mutter Erde angeht. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach da Schritte gehen und uns positionieren. Ich erinnere mich bei mir, habe mich immer für einen bewussten Menschen gehalten und ich bin auch mit dem Thema Umweltschutz, Naturschutz groß geworden, weil mein Vater da sehr aktiv war. Aber es gab irgendwann so den Zeitpunkt in meinem Leben, da habe ich zum Beispiel, wenn ich Wäsche gewaschen habe, ne, ich habe irgendwie das Waschmittel einfach rein und habe gedacht, viel hilft viel. So, und habe das einfach ziemlich, bewusstseinslos eigentlich so. Und irgendwann habe ich mal gedacht, oder kam das einfach zu mir, dass der Verbrauch des Waschmittels einen Unterschied macht. Und dass damit die Wäsche nicht besser wird, wenn ich mehr reintue. Auch nicht sauberer, wie man so vom Gefühl her denkt. Und dass man auch in den Dingen oft viel ein Bekannter, der hat mir neulich gesagt, dass er bei der Zahnpasta nicht von vorne bis hinten, ne, auf die Zahnbürste streicht, sondern nur die Hälfte und das reicht völlig, weil die meist
spuckt man sowieso wieder aus. Und das sind so Dinge, da denkt man zuerst mal so, Zahnpasta, aber es sind so Kleinigkeiten, wo man einfach nochmal so drüber nachdenkt. Genau, das sind ganz viele so Kleinigkeiten, die, ich habe den berühmten zweiten Aufguss des Teebeutels, das ist bei mir im Kurs immer ganz häufig Thema, oder aus zwei benutzten Teebeuteln zusammen dann nochmal einen aufgießen oder so, also sich wirklich einfach so kleine Brücken erstmal zu bauen. Das geht nicht darum, dass ich jetzt von heute auf morgen nie wieder das und das tun darf oder nur noch das und das tun muss. Das ist gar nicht immer so von Erfolg gekrönt, wenn man sich sowas vornimmt, sondern wirklich so die kleinen Schritte zu machen. Und da gibt es einfach irre viel, was wir machen können. Und ich finde das wunderbar. Also ich freue mich immer, wenn ich einen neuen Schritt entdecke und denke so, ey, super, dann fühle ich mich damit einfach super und kann das anderen Leuten zeigen und die fühlen sich meistens auch noch super. Und unserer Welt ist damit eben auch echt oft noch geholfen. Ja, da wird uns nachher Erika auch ganz schöne Sachen dazu sagen, weil gerade was Teebeutel angeht, da hatten wir diese Woche schon ein Gespräch und wo sie mir auch, was war das Tolles, Hibiskus und Rosmarin, oh ja, das war das. Ja. So, da kommen wir gleich noch drauf. Aber es sind diese Kleinigkeiten. Und wie setzt du an, also du gibst ganz konkrete Tipps, wo er sagt, Mensch, ja, zum Beispiel der Teebeutel, probier das doch mal aus. Oder wie weit geht das? In welche Ecken guckst du überall mit uns rein? Also das kommt ein bisschen drauf an. Wenn ich jemanden 1:1 begleite, dann gucken wir wirklich am Anfang, setzen uns ganz intensiv damit auseinander zu gucken, wo stehst du? Was ist dir auch besonders wichtig? Weil es gibt einfach sehr, sehr viele Bereiche. Vom Artenschutz über den Klimaschutz, über Verkehr, über also Mobilität, Plastikvermeidung. Und ich finde, das darf auch ein bisschen individuell sein, je nachdem, was einem besonders wichtig ist. Ich komme ursprünglich aus der Richtung Arten- und Tierschutz, bin mittlerweile, aber ist mein Steckenpferd die klimabewusste Ernährung und freue mich natürlich immer, wenn Menschen da auch Lust drauf haben, zu überlegen, wie kann ich denn klimafreundlich kochen und was sind in der Küche einfach Klimasünder? Und das ist keine Meinung, das ist einfach Wissenschaft. Und dann zu schauen, wie oft verwende ich diese Dinge? Kann ich das reduzieren, ohne mich zu beschränkt zu fühlen? Es geht mir gar nicht darum, jemanden einzuschränken, sondern zu schauen, wo gibt es den Spielraum, der mich nicht beschränkt, aber es eben mir ermöglicht, tätig zu werden und meinen Teil zu leisten. So ist es bei Ernährung. Wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, gucke ich immer erstmal, zeige ich immer erstmal auf, welche Bereiche gibt es alles. Es gibt zum Beispiel auch klimafreundlichen Internetkonsum. Ja? Also, wo habe ich meine E-Mails liegen? Wie viele E-Mails habe ich überhaupt? In wie vielen Newslettern bin ich angemeldet? Jede E-Mail verbraucht CO2. Jede. Unsere E-Mails sind alle in riesigen Serverfarmen gespeichert und das ist ein immenser Anteil unserer Energiebedarf. Oh, also wurde 3 rausgeschickt. Also mit so etwas einfach ein Bewusstsein zu entwickeln. Das geht auch. Ich bin auch Geschäftsfrau und ich möchte auch meine Produkte anbieten. Ich schicke auch Newsletter raus, aber ich bereinige meinen Newsletter zum Beispiel. Diejenigen, die den monatelang nicht öffnen, die tue ich raus, weil das ist nicht richtig für sie. Das ist okay, aber dann kann ich die E-Mails sparen. Oder welchen E-Mail-Anbieter habe ich überhaupt selber? Es gibt E-Mail-Anbieter, die Ökostrom nutzen oder die andere Dinge berücksichtigen. Also ein Bewusstsein zu entwickeln in verschiedensten Bereichen. Kleidung, woher kommt meine Kleidung? Wie viel Kleidung besitze ich? Kann ich davon noch was weitergeben? Welche Materialien lösen viel Mikroplastik aus? Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Bereiche und der Mensch, der mit mir arbeitet, entscheidet immer, wie weit und in welche Richtung. Das ist mir ganz wichtig. Und ich kann dann zu jeder Richtung Impulse geben und dann erarbeiten wir zusammen einfach so Schritt für Schritt, was ist der erste Schritt, was ist der zweite Schritt und niemals alle Schritte auf einmal angucken, sondern immer einen und den gehen, sich dann dafür feiern. Das mag ich auch sehr gerne, ich feiere sehr gerne. Und dann den nächsten Schritt gehen und nicht sagen, du bist erst besser, wenn du 10 Schritte gemacht hast und vorher bist du ein schlechterer Mensch. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Ja, ich finde es ein schöner Impuls gerade, also ich denke jetzt gerade so über die E-Mail nach, ne, und ich habe dann kurz bevor wir hier gestartet haben, nochmal eine Erinnerung rausgeschickt und nochmal mit dem Link und so weiter, einfach weil das halt auch untergeht in der Fülle der E-Mails, ne, dass man dann nicht suchen muss und das alles. Und aber eigentlich hast du da völlig recht zu sagen, vielleicht auch ne, so
sich selber und natürlich auch seine Menschen, mit denen man im Dialog ist, zu erziehen und zu sagen, hey, ich schreibe euch nur eine E-Mail und tragt es euch ein, dass ihr es wisst. Also dieses Bewusstsein, da ja, ist ein schöner Impuls. Ja, wir leben einfach in einer Zeit, wo viele von uns gewöhnt sind, von allem sehr, sehr, sehr viel zu konsumieren. Das steht ja dahinter. Wir konsumieren sehr, sehr viel. Ja. Wir konsumieren Klamotten. Unsere Kleidung auf der Welt würde für 20 Jahre reichen. Wir müssten 20 Jahre nicht neu produzieren. Mhm. Locker. Jeder von uns hat durchschnittlich irgendwie 100 ungenutzte Kleidungsstücke. Und das kann man sich nicht vorstellen, aber alle, mit denen ich bisher die Kleiderschrank-Challenge gemacht habe, haben mir zugestimmt. Erschreckend. Ja? Und was macht man mit den Kleidern? Also es geht mir ganz genauso. Ich habe hier auch viel zu viel Kleidung. Und ich habe bisher, gut, ich habe schon viel hergegeben. Das finde ich dann in Ordnung. Aber teilweise wird es gar nicht mehr angenommen. Und ich weiß nicht, wo tue ich das wirklich hin, dass es noch eine Verwendung findet. Also ich habe nun das Glück, in einer großen Stadt zu leben. In Hamburg findet sich immer jemand. Wir haben verschiedene Abnehmen-Services sozusagen an verschiedenen Kirchen und in sozialen Einrichtungen. Ich so meine üblichen habe, wo ich was abgeben kann. Veranstalte aber auch manchmal online Kleidertauschpartys. Dann kann das Ganze auch wieder mehr Spaß machen. Und ansonsten ist es leider so, dass die meisten Themen mit etwas Recherche und Aufwand verbunden sind. Das ist einfach häufig so, dass wir uns dann damit auseinandersetzen müssen. Was kann ich denn jetzt damit machen? Aber ich finde, es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl. Ich habe nur noch sehr, sehr wenig Kleidung. Die ich trage, das sind meine absoluten Lieblingsklamotten. Dieses T-Shirt trage ich ungefähr in jedem zweiten Coaching. Und das ist einfach mein Lieblingsstück. Und wenn das irgendwann auseinanderfällt, dann gibt es für mich ein neues. Und das nimmt mir auch ganz viele Entscheidungsmomente ab. Ja, ich gehe in meinen Kleiderschrank und das sind alles Sachen, die ich liebe, die ich echt mag. Und ich muss nicht drüber nachdenken, ziehe ich jetzt das an oder das. Der Mensch hat sowieso nur eine bestimmte Anzahl an Entscheidungen, die er täglich fällen kann. Danach wird es irgendwie schwierig oder schwieriger auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es herrlich, wenn ich bei meiner Kleidung gar nicht lange überlegen muss. Das sind einfach die Sachen, die ich mag und fertig. Mhm. Und was sich da einfach bewährt hat, ist, so Sachen zusammenzumachen, zusammen auszumisten, sich zu ermutigen. Ganz nett sind auch so Medikamentenschränke zum Beispiel, auch so beliebte Ecke, wo man sehr viel anhäuft häufig, was abgelaufen ist, was oder gerade bald abläuft, ja, und man aber genau weiß, das habe ich mir mal geholt, aber das will ich eigentlich gar nicht nehmen. Mhm. Das kann man auch noch weiterreichen, also jetzt keine harten Medikamente, aber weichere Sachen. Mhm. Homöopathie und so finden sich immer dankbare Abnehmer, also einfach auch aufzuräumen und die Dinge weiterzugeben, ihnen noch ein Leben zu schenken. Mhm. Mhm. Ja, also auch so Raum zu schaffen, ne? So, ja. Ja. Was ist noch so was, wo man gar nicht drüber nachdenkt, dass das... Also das Thema, was häufig den größten Wow-Effekt hat und was für viele auch das Schwierigste ist, und da schließe ich mich auch ein, ist das Thema Bank. Wo liegt mein Geld? Mhm. Das ist ein Riesenthema. Mhm. Was passiert mit meinem Geld? Ja. Es gibt sehr viele deutsche Banken und Systeme, die in Nahrungsmitteln spekulieren. Mhm. Und das wird uns nicht erzählt. Und das ist eine sehr bewusste Entscheidung. Was mache ich mit meinem Geld? Wo liegt das? Wem vertraue ich meinem Geld an? Und informiere ich mich darüber, was der Mensch mit meinem Geld macht oder diese Firma? Mhm. Und für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es gibt Sozial- und Ethikbanken, eine Handvoll in Deutschland. Ja. Die GLS-Bank, die Ethikbank, die Triodos. Es gibt verschiedene Banken, die ein Versprechen abgeben, was sie mit dem Geld machen und was nicht. Mhm. Und alle Banken, die das nicht tun, sind frei in dem, was sie damit machen. Und das finde ich als wir sind ja einfach ein Land, was ziemlich privilegiert ist, wenn wir uns weltweit betrachten. Und da finde ich es auch eine Verantwortung und eine Aufgabe von uns zu gucken, was machen wir mit unserem Geld. Mhm. Das ist ein Thema, wo viele noch nie drüber nachgedacht haben. Was ich auch verstehe, habe ich auch lange nicht. Genau. Bist du da drauf gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich bin da ziemlich indirekt drauf gekommen, weil ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich 5 Jahre lang in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und habe eine freie Schule gegründet. Mhm. Und also ganz anderer Bereich, weil ich unser Schulsystem auch schwierig finde. Mhm. Und
diese Schule wurde von der GLS Bank sehr unterstützt. Und ich habe da gelernt, was für tolle, wahnsinnig tolle Projekte die unterstützen. Auch kleine Projekte von Selbstständigen, von alleinerziehenden Müttern. Also die unterstützen wirklich Menschen, die sonst einfach keine Kredite bekommen würden. Und auch Vereine und Institutionen. Mhm. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Weil ich gemerkt habe, dass wir von gewissen anderen deutschen großen Banken eben auf gar keinen Fall Geld bekommen hätten. Und die haben so ein System über Kleinstkredite und so, die eben, das ist sehr sozial, sehr solidarisch und das hat mir sehr gefallen. Ja. Und da ist auch ein Thema, was darf eigentlich was kosten? Also wir sind ja auch gewöhnt, dass zum Beispiel sehr, sehr viel, also in meiner Generation auf jeden Fall, viele Banken zum Beispiel kostenlos sind, dass E-Mail-Anbieter kostenlos sind, dass Essen sehr günstig ist. Also das Thema Wert, Preiswert, was ist mir dieser Service, dass jemand mein ganzes Geld verwaltet und Überweisung, was ist mir das eigentlich wert? Das war für mich eine sehr, sehr interessante Fragestellung, weil warum bietet Google Mail kostenlose Konten, also E-Mail-Konten an? Das ist nicht, weil die Samariter sind. Es ist so. Es ist einer der größten Konzerne mit einer der weltweit größten Umsätzen im Jahr. Die bieten keine E-Mail-Konten an, weil sie nett sind. Daran glaube ich nicht. Die haben da einen Nutzen von. Und der E-Mail-Anbieter, bei dem ich bin, mailbox.org, die kosten 1 € im Monat. 1 € im Monat. Und versprechen, dass sie ihre Server mit Ökostrom, 100% Ökostrom betreiben. Und das sind für mich zwei Argumente, die echt ziehen. Aber die, über die habe ich vorher auch nicht nachgedacht. Ich bin so groß geworden. Für mich war es völlig normal, 3 E-Mail-Adressen zu haben. Für mich war es völlig normal, die bei web.de und bei Google Mail zu haben. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass ich ein altes Konto mal wirklich lösche, damit meine Daten nicht mehr Serverraum brauchen, dass ich meinen Papierkorb leere. Ich meine, ich bringe meinen Müll ja auch raus, damit er hier nicht mehr rumsteht. Mhm. Und meinen Datenmüll wegzugeben, dass der nicht es werden E-Mails von meinem Ex-Freund von vor 25 Jahren gefühlt werden noch gespeichert. Die braucht kein Mensch mehr. Und wenn ich die brauche, dann kann ich sie mir irgendwie runterladen oder abfotografieren, aber die müssen nicht auf dem Server liegen. Und das waren so Überlegungen, die mich da begleitet haben. Mhm. Toll, ja, ist ein toller Ansatz. Also da werden wir bestimmt auch nochmal drüber nachdenken, also weil wir auch gerade dabei sind, also die für Christina stand es ja auch an mit einem Facebook-Account und auch mit E-Mail-Adressen und so weiter. Und das sind sowas natürlich jetzt, gerade wenn man beginnt, wirklich auch wichtig, dass man das auch unter diesem Gesichtspunkt sich einrichtet. Und die Birgit kann heute nicht da sein. Die hat auch ist hier auch im Unternehmerinnen-Netzwerk. Und sie hatte für die Stadt Kirchheim den Christian Felber, ne, mit Gemeinwohlökonomie. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Ja, ne? Ja. Sollte es jetzt im April, glaube ich, war da ein großer Vortrag von ihm. Aber ich hoffe, dass wir ihn hier auch mal kriegen, wenn wir noch ein bisschen gewachsen sind, dass wir ihn mal hier dazu kriegen, weil er ist einfach so anregend auch, ne, diese Ansätze. Und ich meine, mittlerweile sind ja auch zum Glück schon große Firmen dabei, sich vielleicht mehr aus werbetechnischen Marketinggründen dem anzuschließen, dem Gedanken der Gemeinwohlökonomie. Aber ich weiß auch, dass wenn man heute Wirtschaftswissenschaften studiert, dass das heute ohne den ökonomischen und ökologischen Ansatz gar nicht mehr geht. Also die moderne Wissenschaft geht auch nicht, weil alles andere ist eine Sackgasse. Und das sind schöne Gedanken für die Zukunft. Ne? So. Ja. Genau, und ich glaube, es ist einfach wichtig, für mich ist es sehr wichtig, dass ich als Konsumentin in allen Bereichen, ich konsumiere E-Mail-Adressen, ich konsumiere Kleidung, ich konsumiere Nahrungsmittel, dass ich mir da bewusst bin, dass ich einen Einfluss habe. Ich konsumiere auch Technik, Geräte ist auch ein großes Thema. Also ja. Dass es zum Beispiel ja Handys gibt, wo man, also Fairphones oder so, wo man eben Teile austauschen kann, wenn sie defekt sind und nicht das ganze Gerät wegwerfen muss. Mhm. Oder sich mal zu fragen, wie viele alte Smartphones hat unser Haushalt noch so, also in meiner Generation vor allem ein großes Thema, und die weiterzugeben, weil da seltene Erden drin sind, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, ja. Das ist auch ein großes Thema in Technik. Ja, ja, das ist genau. Dieses Just-in-Time, ja, ist kaputt, okay, kommt weg, kommt was Neues. In meinem Vertrag gibt es ein neues Handy, ja, nehme ich mit. Sich da bewusst zu machen, das ist nicht nur ein neues Handy, da schlachten wir wirklich den Planeten an.
Ja, und dass es also wirklich ein Ressourcenmarkt ist. Ne? Also ich habe hier auch tatsächlich einen Facebook-Freund, das war einer meiner ersten Facebook-Freunde, ich habe ihn selber nie kennengelernt, und der hat mir aber gerade geschrieben, dass er gerade jetzt dabei ist, lebt in Amerika, einen 17 Jahren alten PC, wo irgendwie der Prozessor nicht mehr funktioniert, umzubauen und wieder neu zu richten. Und ich sagte, wow, 17 Jahre. So. Und er sagte, ja, das ist, wo er lebt, ist das sogar, also Mangelware, einfach Hardware und so. Und mir fällt auch, als du das gerade drüber sprachst, also in meinen Kursen, diesen Wandlungsphasenkursen, ihr kennt die, da ist ein großes Thema, was wir immer auch uns anschauen, ist die Selbstbestimmung. Ne, die ist einmal, das ist Fremdbestimmung kostet Lebensenergie, heißt mein Ansatz, aber auch wir nicht nur eben das im Alltag, dass wir durch Medien, durch Angehörige, durch unseren Job fremdbestimmt werden, aber das zählt natürlich auch dazu. Und auch da an der Stelle der Gedanke der Selbstbestimmung, dass wir ja eigentlich, was wir jetzt gerade durch dich wieder bewusst uns wird, Freiheit erfahren. Dass eben nicht diese 15 E-Mail-Konten irgendwo mit den Liebesbriefen, mein Gott, ja, aber ne, der Liebesbrief im Koffer, der ausgedruckte, mit dem alten Gürtel drumherum, weil der schon irgendwie aufgeplatzt ist, kostet keinen Speicherplatz, keinen Serverplatz. Und dass man diese Form von, sind ja alles Aspekte meines Seins, die irgendwo verstreut sind, und das auch wieder zu sich zurückzuholen und Freiraum, Freiheit dazu zu schaffen. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ja. Ja, das ist für mich einfach dieses nicht alles so als selbstverständlich zu sehen, sondern wir sind unglaublich privilegiert. Ich bin wahnsinnig dankbar und demütig, da zu leben, wo ich lebe. Wahnsinnig, jeden Tag, in der aktuellen Zeit mehr denn je. Und ich fühle da wirklich aus innen heraus auch eine Verantwortung, mir anzugucken, was ich tue damit, also mit meinem Konsum. Also ja. Ein ganz klassisches, profanes Beispiel, was ich gerne mit Familien immer bespreche, ist das Nutella-Thema. Viele, viele Kinder und auch Erwachsene essen gerne Nutella. Und ich nutze dann auch gerne wirklich den Namen. Das ist die Firma Nutella, und die haben unglaublich hohen Umsatz im deutschen Markt. Und das ist eines meiner Lieblingsprodukte, was ich gerne mit Familien ausschleiche, weil mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Menschen verstanden haben, dass gerade Kakao ein Gut ist, was wir nur aus zertifizierter Quelle beziehen sollten, weil da Kinderarbeit ein sehr, sehr großes Thema ist. Und Ferrero bzw. Nutella wehrt sich dagegen. Die sind wirklich ein Produkt, die nicht zertifizierten Kakao in ihr Produkt tun. Und das finde ich nicht duldbar. Und ich finde, da habe ich eine Verantwortung. Ich liebe selber Nutella. Ich finde, das ist eins der köstlichsten Haselnuss-Nougat-Aufstriche. Ich finde das toll, auf Pfannkuchen oder so. Super, verstehe ich total. Aber es gibt ganz tolle Ersatzprodukte. Im Bioladen und auch bei Edeka und auch in einer ähnlichen Preisspanne ist ein bisschen teurer. Die sind zertifiziert. Da ist der Zucker und der Kakao zertifiziert. Und das sind zwei Produkte, die sehr, sehr wichtig sind, dass sie zertifiziert werden. Und zum einen entzieht man dann dieser Firma die Kraft und sagt, ich kaufe das nicht mehr, weil ich da nicht hinterstehe. Mhm. Und zum anderen gebe ich einem anderen Produkt meine Stimme. Mhm. Ja. Ja. Das ist ein ganz konkreter Impuls. Ja. Mhm. Sehr gut, ja. Du hast uns ja auch so ein Aufgabenblatt ne, gegeben. Das werde ich dann auch per E-Mail noch rumschicken und natürlich bei Facebook in die Lektionen reinstellen. Und da wünsche ich mir auch, dass wir da noch im Dialog bleiben und auch so Stück für Stück auch ein bisschen hier im Forum unser Bewusstsein erweitern. Weil das mit dem Nutella ist dann, ne, so das also ne, es gab jetzt so die Server, die Nutella, die Bank, so viele schöne Punkte schon. Und du hast eben recht, wir vergeben eben unsere Stimme. So. Wen, wo, ja, und das damit stärken wir natürlich die
Quellen, die eben schamlos Kinderarbeit oder auch Umweltzerstörung und so weiter ausnutzen. Und darauf können wir Einfluss nehmen, im Kleinen, durch eine kleine Angewohnheit, die wir ändern. Ja, und aus vielen Kleinen wird was Großes. Als ich Kind war, war ich schon Vegetarier und es gab keine Bioläden, es gab kein vegetarisches Angebot im Restaurant. Mhm. Das gab es vor 25 Jahren noch kaum. Mhm. Und mittlerweile hat sich das wahnsinnig etabliert. Und durch Menschen, die das gemacht haben. Ja? Und ich finde das ganz wichtig. Ich sage ja immer, jeder Kassenbon ist ein Wahlzettel. sehr schön, ja. Jeder Kassenbon. Ja, genau, ja. Ich würde jetzt mal an der Stelle, weil das wunderbar passt, zu Erika überleiten, weil Erika hat auch genau dieses Element selber so gelebt, ne, mit dem, da kommen wir wieder auf die zwei Sorten Käse zurück, die Island, die es in Island gibt, weil ich, solange Erika noch ihre Stimme sucht, gehe ich hier schon. Nee, also ist, nee, die Geschichte mit dem Käse war so, es gab halt nur zwei Sorten Käse, einen in Stück und einen in Scheiben. Und dann war die Frage, willst du Gouda oder willst du Gouda? Ja. Okay? Ja. Und natürlich im Laufe der Zeit kamen dann andere Käsesorten dazu und mehr Touristen kamen und mehr Isländer hatten die Möglichkeit, ins Ausland zu verreisen, haben dann neue Ideen mitgebracht und. Das war auch eine Entwicklung, aber am Anfang gab es da wirklich nur zwei Sorten Käse, gell? Oder höchstens drei, gell? Mhm. Ja. Und das ging auch, ja. Das ist, was du ja auch immer sagst, ne? Du hast gesagt, du warst schon immer ein Schwabe, der, ne, so. Ja, einmal Schwäbin und habe schon immer darauf geachtet, die Sachen nicht zu verschwenden. Und ich habe auch nie viel Geld gehabt. Ich musste immer haushalten mit dem Geld, was ich hatte. Und meine, es hat ja angefangen schon bei den Großeltern und dann halt nach dem Krieg war ja auch kein Geld da und man konnte da ja auch nicht kaufen. Und man hat halt auch zu Hause das verwendet, was an Obst und Gemüse im Garten da war, was man da kaufen und was man dann kaufen musste, war dann klar. Aber es wurde nie irgendetwas weggeworfen. Es wurde alles so weit verwendet und verwertet, bis es zu Ende war. Und ich habe dann immer gesagt, Samstag gab es dann die gedrängte Wochenübersicht. Also alles, was Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag übrig war, das gab es dann samstags. Ja, gedrängte Wochenübersicht. Ja. Also so, dass man also auch wirklich mit den Nahrungsmitteln, die umgeht und die nicht einfach nur wegwirft, nur weil sie übrig sind, sondern dass man sich halt auch Gedanken macht, was kann ich damit noch machen oder wie kann ich also das Essen, das ich übrig habe, am dritten Tag nochmal aufpeppen, dass es eine andere Wertigkeit kriegt, ein anderes Gesicht auf dem Teller und dass es aber trotzdem noch gut ist. Ja. Und dann hast du noch gesagt, und das, was man wirklich nicht mehr verwenden kann, das gebe ich dem Universum. Genau. Ja, also ich werfe grundsätzlich nichts weg, sondern was ich nicht mehr verwerten kann, wenn ich das in die Biotonne tue, dann gebe ich das zurück ans Universum. Weil wenn es in die Biotonne kommt, dann wird es ja wieder verwertet und dann gibt es vielleicht irgendwann Bioerde und die Bioerde kann ich ja dann wieder im Garten verwenden. Also so dieser Kreislauf. Ja, ja. Ja, was zum Thema Ernährung, da habe ich vorhin noch einmal gegoogelt. Also ich weiß nicht, kennt ihr den Hans-Ulrich Grimm? Hans-Ulrich Grimm, also der hat ganz tolle Bücher geschrieben, wie von wegen die Suppe lügt. Vom Verzehr wird abgeraten, tödliche Hamburger, die Kalorienlüge, die Ernährungslüge und noch ein paar andere. Und von dem habe ich auch zwei Bücher gehabt und da stehen ja wirklich die Haare zu Berge, weil der nachgeforscht hat, was in dem Essen drin ist, was in dem Joghurt drin ist. Das war damals, dass in den Fruchtjoghurt Reste aus der Holzindustrie drin sind, die dann geimpft werden mit Erdbeergeschmack, weil so viele Erdbeeren wachsen auf der ganzen Welt nicht, wie Erdbeerjoghurt verkauft werden zum Beispiel. Und Hans-Ulrich Grimm wurde nie seine Bücher verboten. Also er hat für das, was er alles aufgedeckt hat, nie einen Maulkorb bekommen. Mhm.
Also nur so viel zum Thema Essen und dass es da also auch genügend Menschen noch gibt, die auch da hinterher sind und sagen, pass auf, was du isst. Gell? Und deswegen, wenn Joghurt, dann mache ich meinen Joghurt selber, dann kaufe ich meine Biomilch und dann weiß ich, was drin ist. Also ich schaue immer Wert drauf, liegt zu wissen, was esse ich. Gell? Ja. Oder mit ihm essen. Ja. Ja. Also, ja, und auch als wir da die Woche telefoniert hatten, da hast du dann aus deinen etwas hart gewordenen Scones, dann hast du den... Ja, du, das ist im Übrigen gut geworden. Das hat super geklappt. Das war ein ganz toller Boden. Das ist ganz gut geworden, ja. Ja. Ja, also die Idee war, also ich hatte eigentlich ein Rezept ausprobiert. Das waren Rhabarber-Muffins, Crumble, irgendwas. Und ich habe mich genau ans Rezept gehalten. Das Ergebnis war also ein verheerendes, nämlich das waren ganz harte Dinger, mit denen hätte ich die Fensterscheibe einwerfen können. So, aber da war Butter drin, da war Mandeln drin, da war das drin, da war meine Arbeit drin, meine Liebe war da drin. Ich kann ja nicht 12 Muffins wegwerfen. Also geht nicht, also bei mir geht das nicht. So, und dann habe ich die Dinger eingefroren und habe gedacht, entweder ich esse dann einzeln und wenn die auftauen, werden sie vielleicht weich oder ich mache dann irgendwie eine Joghurtsoße dazu und bröckel das rein. Und dann hatte ich die Idee für den nächsten Rhabarberkuchen, nehme ich mir 6 Stück raus und habe die dann klein geschnitten und zerbröselt und habe dann flüssige Butter rein und habe dann praktisch aus meinen Muffins so einen Keksboden gemacht. Und habe dann darauf die neue Rhabarberkuchen-Variante gesetzt. Und das hat hervorragend geschmeckt. Super. Ja? Super. Also, ja. Nichts verloren gegangen. Ja. Ja, und wir hatten darüber gesprochen, wie du eben, ne, wann du das gelernt hast in Island, also auch diese Genügsamkeit, wo du sagst, ja, entweder weil der Vulkan ausgebrochen ist oder weil die Straße einfach gesperrt war oder weil es einfach nichts gab, hast du da... Ne, diese Genügsamkeit gelernt. Und vorher hattest du den Reichtum. Ne, ja, also ich habe ja 14 Jahre vorher, bevor ich nach Island gegangen bin, in Berlin gelebt. Ja. Und wenn du in so einer Stadt lebst, die 24 Stunden offen hat und wo die Supermärkte offen sind und die Theken überfüllt sind mit Wurst und Käse und Lebensmitteln und ja, was ich habe, guck gerade auf mein Gurkenglas. Es gab in Island 2 Sorten von Gurken, nämlich die kleinen Gewürzgurken oder die in Scheiben geschnittenen, so ein bisschen süß-sauren, die kamen aus Dänemark. Und als ich dann irgendwann einmal kurz Urlaub gemacht habe in Berlin und ich bin da in den Laden gegangen, das waren bestimmt 5 Meter Regal nur mit Gurken. Hm. Ich bin davor gestanden und habe gar nicht gewusst, was ich nehmen soll. Mhm. Ja, also ich war hier am Anfang erschlagen von den Angeboten, die es hier gibt. Gell? Und wie war das umgekehrt? Bevor du, also nach, hast du das, die Fülle, so wie wir alle, sag ich mal so, diesen, ne, es ist ja auch so dieses, ne, da kann man noch und da noch ein bisschen und vielleicht probiert man. Hast du das voll gelebt oder hat dich das schon immer irritiert? Nee, hat mich eigentlich schon immer irritiert. Also ich hab diese Fülle, diese Riesenauswahl nie gemocht und habe es auch nie praktiziert. Gell? Mhm. Ja. Ja. Oder was vorhin das Thema Kleidung war, ich musste da so schmunzeln. Mhm. Ich habe immer noch Klamotten, die habe jetzt 15 Jahre oder 17 Jahre. Die trage ich zum Teil auch nur, die Dinger. Ich meine, es löst sich dann irgendwann einmal auf und ich bin jetzt schon traurig, wenn das vielleicht in 3 Jahren nicht mehr tragbar ist. Aber ich habe eine totale Übersicht in meinem Kleiderschrank. Also bei mir gibt es gar nicht so viele Dinger. Und ich habe stets den Grundsatz gehabt, wenn ich mir je was Neues kaufe, muss was Altes dafür gehen. Also das Alte muss so alt sein, dass es Platz machen kann für das Neue. Und ich habe also nie große Kleiderschränke gehabt und auch jetzt nicht. Ja. Was ich bei dir... Ich habe auch eine Freundin, ich glaube, die hat 120 Paar Schuhe. Ich weiß gar nicht, wie kann man als Frau so viele Schuhe haben? Ich kann dir genau aufzählen, wie viele Schuhe das ich habe und für welche Gelegenheit und damit hat es nichts, gell? Mhm. Also dieser... Ach, wie soll ich denn sagen, es war für mich nie so dieser Kaufrausch oder
Massenkonsum oder diese Verschwendung von irgendwas oder E-Mail-Konten. Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man für E-Mail-Konto nichts zahlen muss. Ich habe für mein deutsches Konto habe ich immer 50 Euro im Jahr bezahlt und das habe ich jetzt schon seit vielen Jahren habe ich bei Nico, zahle ich die 50 Euro für meinen powder.de. Und in Island, für mein isländisches Konto, habe ich vorhin umgerechnet, was das ist in Euro. Das sind 75 Euro, die ich da im Jahr bezahle. Mhm. Und das auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Also ich war, kann man mehr als zwei Konten haben? Dann ja, wenn sie nichts kosten, klar, ne? Ja, das ist schon so. Wir waren mir völlig, dass man da was... Und ich würde nie auf die Idee kommen, bei Google ein Konto zu schreiben oder zu machen. Ja, das ist. Also ich bin halt auch ein bisschen altmodisch, muss ich dazu sagen. Ja, aber wir hatten auch darüber schon, du bist eben auch so altmodisch, herrlich konsequent. Ne? Das ist ja. So eine großen, großen Stärken. Also wir auch, ne, ich habe so über dieses deine Fähigkeit loszulassen, die ja so ganz stark ist. Und eben auch da diese konsequent. Und auch Nein zu sagen. Und du hast diese schöne Geschichte erzählt, weil ich dich gefragt habe, warst du schon immer so oder wie ist es? Und du hast darüber gesprochen, dass wenn es bei dir dieses Ich würde, wenn oder Ich kann nicht, aber. Genau, ich kann nicht, aber. Ne, so, du hast es so toll. Du hast gesagt, dass du, weil du ja gerne Dynamik und Geschwindigkeit liebst. Dann hast du mir erzählt, wie du dass es ist wie im Porsche. Ja, genau. Porsche fahren mit Vollgas und auf die Bremse treten. Wenn ich sage, aber ich kann nicht, ich bin doch zu alt oder ich bin zu arm oder ich bin zu dick, ich bin zu dünn, deswegen kann ich das und jenes nicht tun. Oder ich warte ab, bis ich in Rente bin. Wenn ich abgewartet hätte bei all den Dingen, bis ich in Rente bin, ich hätte so viel zu tun. Ja, ich mache jetzt ganz andere Sachen, wo ich in Rente bin. Ja? Also ich bin froh, dass ich die alten Sachen gar nicht mitgeschleppt habe. Also du wolltest Porsche fahren und Gas geben. Ja, genau. Ja, oder Thema Geld und Konsequenz. Also ich bin mit 21, also mit 21 wurde man damals volljährig. Und ich bin am Tag nach meinem 21. Geburtstag auf die Gemeinde gegangen und bin aus dem Verein Römisch-Katholische Kirche ausgetreten. Warum? Weil in dem Zeitpunkt nachgewiesen wurde, dass der Vatikan mit seinen Geldern, die er hat, an Rüstungsfirmen beteiligt ist und an Pharmakonzernen. Und die Pharmakonzerne natürlich an die Babypillen produzieren und uns Frauen verboten wurde, also den katholischen Frauen, die an die Babypille zu nehmen. Da habe ich gedacht, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht mit mir. Und mein Geld bekommt ihr nicht, um diese Sachen zu finanzieren. Und dann bin ich ausgetreten. Also ich war früher schon konsequent und habe das also weiterhin auch durchgezogen. Ja. Oder ich habe auch mal bei einer Firma gearbeitet. Da habe ich dann so nach einer Woche so richtig mitbekommen, was die eigentlich in der Abteilung, in der ich da tätig war, was die machen. Und habe dann nach einer Woche gekündigt. Warum? Weil diese Firma weltweit Staudämme baut. Also egal wo in dieser Welt Landschaften überflutet werden. Und ich war zuvor beim Bund Naturschutz in Bayern als Chefsekretärin dort bei der Dienststelle. Und ich habe im Hafenlurtal demonstriert gegen die Hafenlurtalsperre. Ich habe bei Wackersdorf demonstriert. Da kann ich doch nicht so einer Firma nicht arbeiten, oder? Mhm. Das geht nicht. Dann bin ich wieder gegangen. Mhm. Also nur, weil fällt mir jetzt nur so Kleinigkeiten ein. Ja. Also, wenn dann wirklich konsequent durchziehen. Ja. Dann stehe ich dazu. Ja. Weil das ist mein Weg und ich gehe meinen Weg und nicht den Weg der anderen. Aber genau dieser Weg, also dieses Konsequentsein, ja, nicht gleichzeitig auf die Bremse und auf das Gaspedal treten, das hat dich ja auch so frei gemacht, ne, dass du auch loslassen konntest immer wieder in deinem Leben, ja, und damit auch glücklich. Ja, und es passiert nichts, weißt du, weil so viele Leute Angst haben, wenn sie nicht genügend raffen und halten und haben und ich weiß nicht, an was man sich alles festhalten möchte oder könnte, da würde die Welt untergehen. Sie geht nicht unter. Im Gegenteil, es ist befreiend, wenn man loslässt. Ob es jetzt die Kleider sind oder E-Mail-Konten, die ich nicht habe oder was auch immer. Gell? Und mit dem Koffer und dem Rucksack nach Island auswandert. Ja.
Und auch genauso quasi wieder zurückkehrt. Ne? Auch so wieder zurück, ja. Herrlich, herrlich. Und weißt du, wenn ich habe also auch bemerkt, wenn du was loslässt, wenn du was hergibst, du bekommst irgendwann, bekommst du mehrfach die Sachen wieder zurück. Ja. Ja. Ist dieses Urvertrauen etwas, was du, das ist ja auch eine Art Urvertrauen, hast du das immer schon gehabt oder wie hast du es in dir kultiviert? Ich denke, ich habe das schon immer gehabt. Weißt du, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Das waren dort vielleicht 120 Einwohner damals. Wie gesagt, meine Großeltern waren Bauern. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Meine Eltern mussten arbeiten gehen in die Stadt natürlich. Und ich denke, ich habe das schon also in diesem Landleben, weil ich halt da verwurzelt war mit den Tieren und mit allem drum und dran, also da aufgewachsen und halt dieses von meinen Großeltern gelernt habe. Mhm. Und auch da halt, weil die sind vertrieben worden, das waren Vertriebene, waren Flüchtlinge und haben sich dann hier wieder was aufgebaut, weißt, und da halt auch, die haben mir auch alles zurücklassen müssen. Die sind ja auch nur mit dem Koffer nach dem Krieg in Deutschland angekommen. Mhm. Ja? Und es geht auch. Ja. Ja, also das ist auch, du hast das natürlich auch in deiner Geschichte, ne? Ja, die sind auch noch mit dem Koffer angekommen und es ging auch. Ja, ja, ja. Und entweder die Leute kriegen dadurch noch mehr Ängste, ne, loszulassen, das habe ich auch erlebt. Mhm. Sozusagen auch da wieder die Fremdbestimmung, die wir quasi durch die Gene, ne, und Familiengeschichten mitkriegen. Oder aber auch diese Bereitschaft, ah ja, ne? Also in die See zu stechen und in die neuen Welten zu segeln. Ja. Was würdest du, ja gut, eigentlich die Antwort hast du eigentlich schon gegeben. Ich wollte sagen, was würdest du Menschen raten, die Angst haben, loszulassen? Oder ne, so die. Trau dich. Hermann Hesse, nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Okay? Okay. Mhm. Ausprobieren. Also, das sind wir ja wieder dann bei unserem Stichwort Forum Mut. Ja. Für mehr Mut in die Welt. Und ja, wir haben ja dann auch ja die Woche dein neues Format geboren. Ne? Erika, bitte zu Tisch. Ja, okay. Und das habe ich auch, das mache ich auch schon immer konsequent, dass wenn irgendwelche Probleme gegeben hat, dann haben wir gesagt, die Sau muss auf den Tisch und die wird jetzt geschlachtet. Also insofern passt es ja mit dem Tisch auch, gell? Genau, genau. Oder natürlich kann man auch zu Tisch bitten und miteinander schöne Sachen essen, Süßigkeiten oder ich habe noch nie in meinem Leben, doch ich habe einmal, glaube ich, in meinem Leben Nutella gegessen. Ich habe das so grausam gefunden. Kann man gar nicht vorstellen. Wenn man das nicht gewohnt ist, ne? Ja, das ist ja. Ja. Aber also deswegen auf den Tisch und bitte zu Tisch natürlich auch mit Süßigkeiten oder wenn es sein muss, werden halt auch ernsthafte Gespräche geführt an diesem Tisch. Ja. Ja? Genau. Ja. Und da werden wir noch oft von dir hören und auch den einen und anderen schönen kulinarischen Reise mit dir machen. Okay, gerne. Also nicht nur sozusagen kleine Erinnerungsstücke aus deinem Frühstücksbuffet, den du deinen Gästen serviert hast, sondern auch Abstecher in das Abendessen und ins Mittagessen und zum Kaffee. Okay. Ja. Oder auch das ist, wie gesagt, dieser Tee, den habe ich mir unbedingt aufgeschrieben, Hibiskus mit Rosmarin. Und ja. Also ich habe jetzt heute auch wieder angesetzt, Hibiskus mit Zitrone und ein bisschen Zistrose noch mit rein. Ich habe in meinem Garten Zistrose, die da wächst und da habe ich letztes Jahr dann die getrocknete Blätter und habe jetzt also Hibiskus mit Zistrose und Zitrone. Schmeckt auch ganz lecker. Und das Hibiskus hat halt diese tolle rote Farbe und es leuchtet so schön und ja. Toll.
Also dann das auch mit dem Mut zu haben, auszuprobieren, was passt nicht, was könnte was gut sein, was einfach auch mal experimentierfreudig sein, kreativ sein, ja. Also gerade auch so mit Tees probieren und auch selbstverständlich meine Tees, die, wenn die, ich nehme dann immer das Sieb und dann und das, was im Sieb ist, kommt wieder zurück. Okay? Das werfe ich auch nie weg. Und wenn dann die Karaffe leer ist, dann wird es wieder aufgefüllt, also auch wieder beim Prinzip zwei Teebeutel. Und dann wird es nochmal aufgefüllt und dann, wenn dann halt nichts mehr rauskommt, dann darf es gehen. Ja? Ja, schön. Ja. Also nicht den Hibiskus gleich beim ersten Mal wegwerfen, sondern immer wieder zurück in die Karaffe und dann, wenn es unten ist, wieder auffüllen und dann... Ja, ich bin mal gespannt. Das sind auch so Tipps zum Sparen. Also ich meine, ich denke, die Sachen sind auch so teuer geworden. Das Beispiel, das ich gerne bringe, das war vor ein paar Tagen bei Edeka, da kosteten die Frühlingszwiebeln noch 1,26. Übers Wochenende drauf waren das 1,69. Mhm. Also die Sachen werden explosionsartig über Nacht teuer. Und da muss man auch ein bisschen, also ich auf jeden Fall muss gucken, wo mein Geld bleibt, gell? Weil ich kriege ja kein Weihnachtsgeld mehr, ich kriege kein Urlaubsgeld mehr. Ich habe meine Rente, mein Satz, ich muss da schon auch rechnen. Mhm. Ja. Ja, gut, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang immer irgendwo ein bisschen gucken müssen, wo das Geld herkommt und wo es hingeht. Aber jetzt, wo so schleichend die Sachen alle teurer werden, schon auch aufpassen oder wenn dann teuer, dann auch wirklich darauf achten, wie die Laura gesagt hat, wo kommen die Sachen her? Kauf nie Sachen, die aus Ägypten kommen oder nie Sachen aus Kenia, da kann ich ganz schlimme Geschichten erzählen. Kauf bei regionalen Leuten und wenn es halt hier jetzt keine Bohnen gibt, dann gibt es halt keine Bohnen. Da wartet man, bis es soweit ist. Also auch dann lieber weniger, aber dafür gut essen, dass man dann auch satt ist. Ja. Weil ich habe den Eindruck auch, wenn man so ja, ich sage jetzt mal, leblose Produkte kauft, also egal, ob das jetzt Obst oder Gemüse oder Fleisch ist, dann ist man so hungrig, dann braucht man noch mehr und dann isst man noch mehr von dem Schrott. Und dann lieber weniger, aber was Ordentliches. Ja, schön. Ja. Also... Das war jetzt für mein Wort zum Sonntag. Ja, gut. Ja, da würde ich dann auch nochmal zurück zu unserem Eingang gehen mit unserem Besinnung der Mutter Erde. Ne? Das war ja auch so mein Einstieg, dass wir diesen Muttertag dafür benutzen, um gerade diesem Geschenk, was wir täglich bekommen durch die Früchte der Erde, und das alles, dass wir das einfach uns wieder daran erinnern, dass das zum einen nicht selbstverständlich ist, obwohl wir es dafür halten und auch uns mit dieser Mutter Erde verbinden und natürlich auch mit unserer leiblichen Mutter, ne, die uns zur Welt gebracht hat und so wie die Mutter Erde selbstlos, ich glaube, jede Mutter ist auf eine Art selbstlos, gibt und ja, uns das Leben schenkt und die Liebe schenkt. Und die Liebe, die wir auch immer wieder in die Welt zurückgeben können. Auch da ist es ein Einatmen und ein Ausatmen. Und jetzt danke ich euch, dass ihr da wart, auch heute am Muttertag. Und hier vom Forum her geht es weiter. Wie ich schon sagte, meine Yacht, meine Webseite ist jetzt zu See gelassen. Der Mitgliederbereich ist schon mal vorgesehen. Und da brauche ich dann auch jetzt von euch, ne, diesen Input, dass ich da eure, in Anführungszeichen, Visitenkarte mit draufnehmen kann, wo wir dann auch nochmal, ne, mit ein paar habe ich ja schon gesprochen, da müssen wir dann nochmal ein Bild machen oder mal nochmal schauen, wie ihr da dargestellt sein wollt, für die da auch ihr jetzt schon ihre Sichtbarkeit haben möchten. Und
Jetzt warte ich noch, bis Christina wieder da ist und dann würde ich uns gemeinsam auch verabschieden in den Sonntagabend. Ich möchte noch ganz kurz was sagen, liebe Stefania. Ich hoffe, oder vielleicht ist es euch allen aufgefallen, in dem Wort Mutter steckt das Wort Mut drin. Also ich fand es total schön und ich finde auch, die Mütter sind alle ganz mutig. Ist man ja heute sowieso die Mamas, die sich noch trauen, Kinder auch in unsere Welt zu bringen. Ich fand es ganz spannend, als ich mich dem Mutkurs genähert habe ich einfach mal aufgeschrieben, was gehört denn zu, in welche Worte steckt denn Mut? Und dann fiel mir gleich auf im Wort Mutter, ist ja auch das Wort Mut drin und wollte jetzt einfach heute weitergeben. Ganz schön, ja, ja. Das war's schon. Macht's gut. Ganz, ganz schön. Ganz schön. Also, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen ganz tollen Start in die Woche. Bis Mittwoch bin ich noch ein bisschen im Stress wegen meiner Buchhaltung und danach komme ich nochmal auf euch zu und dann machen wir die Termine und dann bauen wir hier unser Forum weiter. Also, habt einen ganz wundervollen Abend und einen ausklingenden Muttertag. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.